Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Medienzentrum des Signal Iduna Park zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Ich begrüße beide Trainer und bitte Pellegrino Matarazzo um seinen Kommentar zum Spiel. Schöne Grüße und Glückwunsch Marco und BVB zum Sieg. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel von uns heute gesehen, was Struktur angeht, was Energie angeht. Auch den Mut gehabt, auch Fußball zu spielen nach vorne. Vielleicht die eine andere Situation, wo wir eher den Tiefe hätte sehen können, besonders in der ersten Halbzeit. Aber wir sind immer dran geblieben. Auch bei den ersten größeren Chancen von BVB in der ersten Halbzeit haben wir sofort eine Reaktion gezeigt mit der Chance von Pippo, danach von Tongi. Und auch nach dem Gegentor haben wir auch wieder eine Reaktion gezeigt. Wir sind immer dran geblieben. Haben dran geglaubt und guten Fußball gespielt und zum Schluss auch leider nicht belohnt. Danke. Vielen Dank. Marco, deine Meinung zum Spiel bitte. Danke für die Glückwünsche, Pellegrino. Ich finde auch von meiner Mannschaft eine gute Leistung gegen einen schwierigen Gegner, der tatsächlich eine gute Struktur hat, deswegen nicht immer einfach zu verteidigen ist. Trotzdem hatten wir ein paar gute Ballgewinne. Finde, dass wir mit dem Ball erste Halbzeit vor allen Dingen teilweise zu fehlerhaft waren in bestimmten Situationen, wo es dann hätte auch gefährlich werden können. Wir sind trotzdem dran geblieben, wir haben die Intensität des Spiels angenommen, sind dann in Führung gegangen und haben auch sehr gut auf den Ausgleich reagiert, sind drauf geblieben, haben dann schon, glaube ich, auch signalisiert, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Haben nochmal Druck aufgebaut, mussten natürlich immer wieder aufpassen, auch auf Umschaltsituationen, die Stuttgart dann immer wieder sehr gut ausspielt, mit hohem Tempo auch. Und haben uns dann belohnt mit, finde ich, schon auch einem passenden Tor, umschalten nach einer Standardsituation mit viel Wille, mit viel Wucht über Marco, der sein eigenes Tor fast selber eingeleitet hat. Und Toto, glaube ich, der vorher schießt und Marco danach geht in die Box. Und ein wichtiger Sieg für uns, ein guter Sieg, der uns eine Menge Vertrauen geben sollte, Energie. Wir wollen da dranbleiben, wir wollen natürlich auch Dinge verbessern, das ist klar. Aber so können wir mit dem Start in die Woche oder in die Wochen vor Weihnachten ganz gut leben. Dankeschön. Vielen Dank auch dir, Marco. Und nun sind wir bei Ihnen und Ihren Fragen und wir beginnen mit Kilian Gaffrey von der Bild. Marco, hallo. Energie ist ein gutes Sprichwort. Die gab es heute auch von der Tribüne, speziell nach dem Spiel. Zieht die Bayern die Lederhosen aus, war die klare Botschaft der Fans. Wie empfindest du diese Botschaft dort unten aus dem Spielfeld? Motiviert das zusätzlich für die Wochen bis Weihnachten und gerade das Duell in 2 Wochen gegen die Bayern? Das ist die Lieblingsfrage heute. War wahrscheinlich zu erwarten, wenn das Spiel anders ausgeht. Es ist ja wie immer. Also nochmal, Borussia Dortmund, hohe Erwartung an uns selber, hohe Erwartung außenrum an uns. Und wir haben das Ergebnis gestern wahrgenommen, haben heute unser Spiel gewonnen. Das war das Entscheidende. Sind jetzt oben dran und wir wollen oben dran bleiben. Und nochmal, das Stadion, nicht nur, weil sie das gesungen haben, sondern grundsätzlich hat uns heute viel gegeben, unsere Fans, weil sie, glaube ich, auch ein Faktor waren, um dann nochmal die letzten Prozent rauszukitzeln. Also das Stadion hat uns heute viel Energie gegeben, die Jungs hatten Energie auf dem Platz und dementsprechend war es dann auch in der Summe für mich ein verdienter Sieg. Gibt es weitere Fragen? Dann gehen wir einmal zu der Dame in der 6., 7. Reihe. Ursula Vielberg von der Bild-Zeitung. Genau. Eine Frage an Pellegrino Matarazzo. Herr Matarazzo, Sie haben vor dem Eckstoß, der dann in der Folge zu dem 1:2 Rückstand führte, noch versucht, irgendwas auf den Platz reinzurufen. Stimmt es da mit der Ordnung nicht? Hatten Sie schon Angst, dass die Kontersicherung für die Kontersicherung die Mannschaft nicht richtig aufgestellt war? Nein, es hatte nicht mit der Kontersicherung was zu tun. Kontersicherung der Struktur hat gestimmt. Unser Verhalten in der Kontersicherung hat nicht gestimmt. Vielleicht ein bisschen zu spät auch reagiert, aber in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir so auch Konter-Gegenangriffe bzw. Konteraktionen nach Eckbälle gut verteidigen können. Das war eine in der ersten Halbzeit, wo innerhalb von 6, 7 Sekunden alle Mann hinterm Ball waren und das
haben wir leider in der zweiten Halbzeit in der Aktion nicht geschafft. Aber es hatte nicht mit der Struktur was zu tun. Nein. Wir gehen zu den Ruhrnachrichten, bitteschön. Ja, Marco Rose, kurze Frage zu Rafael Guerrero. Er ist ja jetzt wieder endlich dabei. Gerade in den ersten Minuten, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat viel angekurbelt über die linke Seite. Wie haben Sie ihn wahrgenommen heute? Ja, insgesamt genau so. Ich glaube, Rafa ist einfach ein so ein spielfreudiger Spieler, der dir so viel Fußball aufs Feld zaubert, dass du das immer gerne hast und möchtest. Vielleicht sogar manchmal auf einer anderen Position, weil er so ein guter Fußballer ist. Aber Rafa hat heute, glaube ich, insgesamt eine gute Leistung gebracht. Vor dem Gegentor sah ein bisschen unglücklich aus, ist, glaube ich, weggerutscht. Da wollten wir ihn eigentlich vorher schon wechseln, weil wir Richtung Mittwoch schon auch gedacht haben oder denken müssen im Moment. Aber wir sind froh, dass er wieder da ist und hoffentlich bleibt er gesund. Der Kollege ganz hinten in der Mitte hat er eben aufgezeigt. Ja, genau. Nicht so richtig. Sehr leise. Sonst schreien sie einfach. Einmal drücken, dann leuchtet die Lampe rot und dann können sie sprechen. Ich glaube, ich muss schreien. Nee, jetzt geht's. Wunderbar, perfekt. Kurze Frage zu Atakan Karasor und Konstantinos Mavropanos, die beide eine mitbekommen haben. Wie ist da der Stand? Karasor musste ja auch runter. Atta hat Ziehen gespürt, Muskulatur. Aber noch keine Diagnose, was er genau hat. Und Dinos hat so eine Hand, so was strukturelles, also nicht beinmäßiges. Das, glaube ich, wird alles okay sein, dass er nächste Woche ganz normal mittrainieren kann. Bitteschön. Ja, Herr Rose, Sie haben eben den Einfluss der Zuschauer heute auf dieses Spiel auch hervorgehoben. Wie sehr hoffen Sie, dass Sie in zwei Wochen gegen die Bayern hier auch eine halbwegs volle Hütte haben können? Sehr. Natürlich, alle, glaube ich. Wir haben uns jetzt endlich wieder dran gewöhnt und erleben natürlich drumherum schon, was so gerade da passiert und abgeht, nehmen das wahr und wollten alle nicht mehr in die Situation kommen. Deswegen wünsche ich mir natürlich, dass wir Lösungen finden, Lösungen erarbeiten, damit wir ja weiter die Freude an unseren Zuschauern haben, wieder gemeinsam Fußball gucken können, wo auch immer. Aber die Pandemie ist noch da, das merken wir jetzt auch gerade alle. Wir gehen eine Reihe weiter zurück. Ihre Frage bitte. Herr Materazzo, in der ersten Halbzeit ging offensiv nicht ganz so viel beim VfB, bei Ihrer Mannschaft. Woran machen Sie es fest? War es die Kulisse? War es die Unerfahrenheit der Mannschaft? War es vielleicht auch die Personalsituation? Ich fand nicht, dass nicht so viel gegangen ist. Ich fand, dass wir sicherlich in einer anderen Aktion, besonders nach Ballgewinn, viel zu schnell den Ball wieder verloren haben. Ob es Nervosität war oder ob wir die falsche Entscheidung getroffen haben, das ist auch sicherlich ein Thema. Wir die Tiefe nicht gesehen haben, die Tiefe nicht besprintet haben in einer anderen Aktion, wo wir hätten suchen müssen. Das haben wir natürlich auch angesprochen in der Halbzeitpause. Und war es in der zweiten Halbzeit auch besser. Und die Bild-Zeitung nochmal mit Kilian Gaffrey. Marco, Daniel Malen konnte auch heute hinter Ligator Nummer 1 endlich einen Haken machen. Du hast nach dem Spiel länger mit ihm gesprochen, hast ihn in den Arm genommen. Wie zuversichtlich macht es dich, dass er ja heute getroffen hat, im Hinblick, dass der ja, Knoten auch in Zukunft häufiger mal platzt bei ihm? Vor allen Dingen sein Spiel macht mich optimistisch, weil ich finde, dass er heute sehr, sehr aktiv war gegen den Ball und mit dem Ball, dass er viel investiert hat, dass er sich in die Situation gebracht hat, ein Tor zu schießen, nämlich in Abschlusssituationen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Das war heute eine Benchmark für den Donny in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass wir auch da natürlich noch Dinge weiterentwickeln können. Aber er hat heute nicht auf Momente gewartet, sondern er hat sich Momente erarbeitet und das ist das Entscheidende, das war gut. Gibt es noch eine Frage? Frau Vielberg nochmal. Herr Materazzo, es gab eine recht ungewöhnliche Belohnung für Roberto Massimo nach seinem Tor. Er durfte oder musste gleich runter. Können Sie kurz erklären, was der Grund war? Er war durch. Der hat, wir haben auch gesagt, dass er noch 5 bis 10 Minuten auch hinbekommt. Das hat er sogar mir
aktiv kommunizieren wollen. Und das habe ich mir auch gegeben und habe gemerkt bei der anderen Aktion nach dem Tor, dass sie nicht in der Struktur kommen könnte. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Wechsel zu tätigen und Tongi auf die rechte Seite und TBD vorne zu bringen, der auch Speed hat, Torgefahr ausstrahlen kann. Und deswegen die Entscheidung. Und der Kollege mit dem grünen Cap ganz hinten. Dankeschön, da schließe ich gerade nochmal an. Trainer, was hat für Alexi gesprochen? Wie hat er sich präsentiert die Woche und wie hast du ihn gesehen für die Zeit, die er auf dem Platz stand? Hat, glaube ich, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, im Training 12 Tore geschossen. Sieht man seine Torgefahr. Schade, dass er bei den zwei Abschlusssituationen, die er hatte, ich glaube, einer war abseits, hat er nicht das Tor getroffen wie im Training, aber er hat das, er hat die Qualität, Tore zu machen. Er ist auch schnell. Hat man auch heute gesehen, dass er engräumig auch kombinieren kann, hat eine gewisse Ruhe am Ball. Ich bin zufrieden mit seiner erste Auftritt bei uns. Bleibt er erstmal dabei im Profitraining? Das werden wir sehen. Also sicherlich für die nächste Zeit. Und aber es wird eine offizielle Mitteilung geben, wenn sowas steht. Die abschließende Frage, bitte. Herr Rose, ganz kurz noch zur Champions League. Wie gehen Sie jetzt das Spiel in Lissabon nächste Woche an, nach diesem Sieg? Mit welchen Emotionen, Hoffnungen, Fürchtungen vielleicht? Ja, wir haben die Chance, mit einem guten Ergebnis dort in die nächste Phase einzuziehen, glaube ich. Und damit beschäftigen wir uns. Wir wissen, dass er eine Aufgabe auf uns wartet. Wir spielen in Lissabon. Guter Gegner, aber wir haben die Chance, mit einem Sieg in die nächste Runde einzuziehen. Und ich finde, dafür lohnt es sich zu arbeiten, daran lohnt es sich zu glauben. Uns gibt dieses Ergebnis hier heute und auch die Art und Weise, wie wir das Spiel gearbeitet haben, glaube ich, auch eine Menge Rückenwind. Und ansonsten wissen wir auch, dass wir in Teilbereichen noch weit weg von zufrieden sind. Und daran werden wir natürlich auch weiter arbeiten. Vielen Dank beiden Trainern, vielen Dank Ihnen, unseren Gästen. Alles Gute für die nächsten Wochen bis Weihnachten und eine gute Heimreise. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao.